Ja, heute wieder auf dem Weg in die Berge. Nicht ganz in die Berge, das Trodosgebirge beginnt erst ein bisschen später, aber hier ist es schon ziemlich hügelig. Und was wir uns heute anschauen, das werdet ihr gleich sehen. Stagona ist ein kleiner Familienbetrieb mit circa einer Produktion von 10.000 Liter Olivenöl. Das kann man hier auch verkosten. Ist ein wunderschöner Platz mit toller Aussicht bis hin zum Meer, kann man hier sehen. Dieser Familienbetrieb ist 1994 so richtig entstanden. Vorher hat aber schon der Großvater Olivenbäume gesetzt. Also sie haben sehr viele alte Olivenbäume. Die Besonderheit bei Stagona ist, es sind alles eigene Bäume, da liefert keiner zu. Wenn sie dann pressen, sie mieten das örtliche oder das lokale Presswerk. Jede Privatperson und jeder Farmer kann dort auch seine Oliven hinbringen und es pressen lassen. Das machen die auch, aber da wird extra, werden die Maschinen vorher für sie geputzt und sie haben halt dann diese Olivenpresse für ein paar Tage, weil sie natürlich mit großen Mengen kommen. Aber wie gesagt, das ist alles Handarbeit. Es ist verrückt. Das ist Handarbeit und sehr, sehr hohe Qualität. Ich liebe dieses Öl, ich nehme es auch selber zum Kochen, aber auch für Gäste zum Verkosten. Wunderbar mit Brot kann man das essen. Natürlich ist es kalt gepresst. Die Dosen haben einen großen Vorteil gegenüber den Glasflaschen. Die Sonne kann nicht reinscheinen und somit das Olivenöl zerstören. Stagona ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Man findet dieses Olivenöl hier regional in der Region Paphos, nahezu in jedem Supermarkt, aber auch in jedem kleinen Kiosk. Okay.